Welcher arme Knecht hat herausgefunden, dass er zuerst süß schmeckt und konnte dann noch davon berichten, hey, der schmeckt ja super und dann stirbst du? So Leute, vor 5 Minuten ist die neue Behind-the-Scene-Folge bei Dave rausgekommen. Nicht wundern, warum wir hier etwas kostümiert und dämlich sitzen. Heute wir kommen ist der, aus Köln. Heute ist der 11.11. in Köln und wir schauen nach dieser Reaction, dass wir hier auf die Straßen kommen und noch ein bisschen Karneval mitnehmen. Aber jetzt geht es erstmal um diese Folge. Es geht um, ja, wie überlebt man 7 Tage lang auf der Insel? Und Tom McElroy ist nicht nur unser Survival Instructor, auch bei unter anderem bei unserem Panama Survival Abenteuer, sondern er war auch der Survival Experte hier bei Seven vs. Wild. Ich bin mega gespannt, was er zeigen wird von seinem Können, was wir jetzt sehen werden. Wir werden das jetzt zusammen schauen. Abonniert uns, wenn ihr Bock darauf habt und weitere Folgen von uns gucken wollt. Und schreibt mal bitte bei Dave auch direkt in die Kommentare, was ihr gerne von Tom wissen wollen würdet. Wir fragen ihn, wir teilen es irgendwie mit. Genau. In dem Sinne, gehen wir los. Los geht's, ja Mann. Im Drop-Off haben sich die Seven vs. Wild-Teilnehmer als allererstes einen Überblick über ihre Spots verschafft. Doch was würde ein absoluter Profi dann als erstes tun, um sein Überleben zu sichern? Nahrung, Shelter oder doch vielleicht Trinkwasserversorgung? Wir finden es gemeinsam mit Tom. Ja, wir hatten ja eine Theorie, ne? Also, was haben wir gesagt? Erst Shelter, Wasser, dann Nahrung. Shelter, Wasser, Nahrung, genau. Das wäre unsere Reihenfolge gewesen. Okay, jetzt. Aber schauen wir mal. Jetzt kriegen wir es ja vom Profi persönlich. Nicht, dass wir hier Dummscheiß reden, nicht, ne? Dass wir hier Blödsinn reden. Aber komm, so Dummscheiß kann es auch nicht sein. Okay. McElroy von Wild Survival in diesem Video heraus. Schon beim Scouting hat Survival-Experte Tom McElroy dabei geholfen, die richtigen Spots zu finden. Seine Techniken, welche er unter anderem von verschiedensten indigenen Völkern gelernt hat, gibt er nun seit über 25 Jahren an die größten Survival-TV-Shows weiter. Und glücklicherweise nicht nur an TV-Shows, sondern eben auch an uns. An einem Spot auf Isla San Jose, der denen der Teilnehmer ähnelt, wird er uns zeigen, was für ihn die allerersten, wichtigsten Schritte sind, um das Überleben auf einer einsamen Insel zu garantieren. Geil! Ja. Wenn ich an meinem Strand ankomme, muss ich als allererstes einen Shelter bauen. Es ist so wie im Fernsehen, D-Max hier richtig hardcore. Diese, was? Ja, er spricht Deutsch, wie ungewohnt ist das denn? Es ist komplett ungewohnt. Ich kenne Tom einfach nur mit seinem amerikanischen Englisch und jetzt ist das so ein richtiger D-Max-Sprecher. Okay, es ist nicht schlecht, es ist nur anders. Nee, es ist super. Ja. Wenn ich diesen Schritt überspringen sollte, kommt im Zweifel ein Sturm auf oder ich werde von Käfern und Insekten zerbissen. Meine oberste Priorität ist also, einen Shelter zu bauen, etwas vom Boden wegzukommen und mich vor Regen zu schützen. Doch kein Dummschiss von uns. Ja. Wenn man einen Unterschlupf sucht, ist die Lage das Erste, woran man denken muss. Hier sehen wir Spuren von Wildschweinen, die sich hier am Strand aufhalten. Sie stellen mitunter die größte Gefahr dieser Insel dar, da sie dich mit ihren riesigen Hauern aufschlitzen können. Wir haben welche gesehen. Ja. Aber es stimmt wirklich, auch bei unserer Expedition in Amazonas, da haben wir so gruselige Geschichten unserer Guides von Wildschweinen gehört, wie der Boden gebebt hat, die Guides sich noch auf die Bäume flüchten könnten, aber die Hunde wurden bei lebendigem Leibe gefressen. Seitdem sehe ich Wildschweine auch komplett anders, du. Wurden sie gefressen oder nur zertrampelt? Lebendig gefressen. Bei Menschen ist es halt so, dass die Hauer hier perfekt in die Wade kommen, dann liegst du da. Ja. Normalerweise, wenn man im deutschen Wald Wildschwein begegnet, ist es ja gar kein Stress, wenn die jetzt nicht gerade... Nee, ist nicht kein Stress. Das ist schon auch mit das gefährlichste Tier bei uns. Ja, aber normalerweise greift es sich jetzt nicht an, wenn du jetzt nicht neben Mutter, wie heißt das hier, Wache und den Frischling gerätst. Ja, ja. Ja, haben wir auch schon viele gesehen. Wir haben ja als Kinder auch viel im Wald gespielt. Das stimmt. Aber ja, schön, dass er es nochmal sagt. Mhm. Alle denken immer so Jaguar und Pumas. Und damit werde ich jetzt leben müssen. Normalerweise würde ich meinen Shelter natürlich nicht inmitten einer Wildschweinfährte aufbauen. Der wiegt bestimmt 70 Kilo, aber damit werde ich zurechtkommen müssen. An neuen Orten muss man sich immer fragen, was gibt's hier noch? Welche anderen Informationen kann ich aus der Umgebung gewinnen? Ich muss eine Sache zu Tom sagen. Der lässt, wenn man ihn mal reden lässt, dann haut der Fakten raus am laufenden Band. So, du kannst die ganze Zeit zuhören, egal was der sagt. Es trieft voller Informationen und Wissen. Und es ist so spannend, einfach weil man weiß, dass er das nicht aus dem Buch hat oder sowas, sondern weil er das einfach lebt. Ja, der ist das. Er ist so, ne? Ja. Auch wenn mein Fokus auf dem Shelter liegt, schaue ich mich um. Hier habe ich gerade Coati-Spuren gefunden. Besser bekannt als der südamerikanische Nasenbär. Versteckt sich gerne in kleinen Höhlen. Wenn ich mich später ums Essen kümmere, baue ich hier eine Falle. Aber jetzt zurück zum Unterschlupf.
Ab jetzt hast du 30 Minuten Zeit, um dein Shelter zu bauen. Okay. 30 Minuten. Genau, wir haben ihm ein Timelimit gesetzt. Wir haben gesagt 30 Minuten und der hat reingehauen. So, und das war wirklich, also wir werden sehen, was er daraus gemacht hat und wie weit er gekommen ist. Aber Junge, der war im Öl. Erstmal baue ich das Gerüst. Ich habe nur 30 Minuten, also wird der Shelter nicht hübsch werden. Es hält erstmal nur Regen ab. Leider habe ich keine Zeit, in den Bäumen zu bauen, um von den Käfern wegzukommen. Also ist Regen erstmal mein Fokus. Das Gerüst besteht aus zwei Astgabeln. Ich sehe gerade keine Pflanzen, um ein Seil herzustellen. Deswegen sind Astgabeln die beste Option. Die wichtigste Regel beim Shelterbau ist, klein ist hübsch. Hatten wir ja bei Sabrina gesehen, ne? Die ja wirklich so angefangen hat, einen Palast zu bauen. Klein ist schön, baue nicht zu groß. So. Mhm. Ja, wenn man das alles gewusst hätte als Teilnehmer vorher. Ne? Im Nachhinein. Ja, ja. Boah, was bin ich auf die Reaktion der Teilnehmer gespannt, die sich denken so, was, das hätte ich auch machen können? Das, so einfach kann es doch sein. So einfach, ne? Je kleiner der Shelter, desto weniger Material braucht man, um ihn abzudecken. Oft wollen Menschen einfach groß bauen, damit sie darin rumlaufen können. Dabei werden sie aber vor Sonnenuntergang niemals fertig. Also baue ich nur einen sehr, sehr kleinen Wetterschutz. Etwas super Simples, damit ich ihn rasch mit Palmblättern bedecken kann. Ich sage immer, dass Shelter die wichtigste Priorität ist. Bist du den bloßen Elementen ausgesetzt, bringt dich das am schnellsten um. Man stirbt schon nach wenigen Stunden bei Kontakt mit den... Damit ist das jetzt nicht mehr zur Diskussion. Das ist jetzt... Wenn Tomme sagt, ist es ein Fakt. Das ist so. Elementen, selbst an warmen Orten wie diesem. Bist du nass, riskierst du schon bei 10 Grad Celsius eine Unterkühlung. Ja, dich vor den Elementen zu schützen, ist also deine wichtigste Aufgabe. Besonders hier in den Tropen kann es tagsüber wunderschön und perfekt sein, aber in der Nacht zur Hölle werden. Oh ja. Gibt es einen Grund, warum du genau diesen Baum benutzt? Nein, aber der Baum ist lang und gerade, was ihn zum Bauen geeignet macht. Und seine dünnen Äste kann man leicht durchtrennen. Man sollte auf dicke Stämme verzichten, da braucht man einfach zu lang. Würde ich totes Holz nutzen anstatt dieser frischen Äste, könnte ich dieses Shelter wahrscheinlich sogar ohne Machete bauen. Frischholz ist aber stabiler, da es noch nicht fault. Eine Machete ist also von großem Vorteil. Neben einem Insektennetz wäre sie der eine Gegenstand, den ich hier draußen mitnehmen würde. Das haben alle auch nämlich gesagt. Das Nervigste sind einfach nur die Viecher. Alles. Ich muss ja sagen, wir haben ihm 30 Minuten gegeben und er erklärt ja immer noch nebenher alles. Mhm. Ne? Kann man irgendwie aushalten. Er sagte, die Viecher sind das, was sich am Ende zum Aufgeben zwingen. Also sehr interessant. Sein Gegenstand wäre auf jeden Fall ein Moskitonetz oder irgendwas Ähnliches. Ich war gar nicht dabei. Ich sehe das zum ersten Mal, wie schnell Tom ist und ich bin total beeindruckt. Aber was ich interessant finde, er sagt ja, und da war ich genau derselben Meinung von Anfang an, dass es diese Moskitos bzw. Sandfliegen sind. Alles, was dich beißt und piesackt, was dich zum Aufgeben zwingt. Kann, ja. Je nach, aber gar nicht, wie die durch den Shelter abgehalten werden. Ja, werden wir sehen. Sie würden natürlich besser durch unser Wandermut-Adventure-Shirt abgehalten werden. Mit eingewebtem, Moskito- und Zeckenschutz. Tatsächlich dauerhaft auch, geht nicht durchs Waschen raus. Das wäre perfekt für die Insel. Aber ich bin gespannt, wie Tom das mit dem Shelter hinkriegt. Gibt es einen Grund, warum du am Strand und nicht im Dschungel baust? In der Sandflohsaison den Shelter am Strand zu bauen, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Wer am Strand baut, wird früher oder später von Flöhen zerbissen. Im Best-Case-Szenario würde ich mich in den Wald zurückziehen, weil es dort viel weniger Insekten gibt. Wegen des Zeitlimits bleibe ich hier in der Nähe meiner Ressourcen. Denn wenn ich Flies, vielleicht ist es ein Übersetzungsfehler, schätze ich mal. Das wird ein Übersetzungsfehler sein. Es sind Fliegen, es sind keine Flöhe. Okay, wollen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster halten? Es kann sein, dass es auch eine Flohart ist. Wir sind keine Biologen, aber es sind irgendwelche kleinen Viecher, die fliegen rum, landen bei dir, krabbeln durch die Armhaare durch, weil sie so klein sind. Sie sind winzig. Ist es wie so ein schwarzer Punkt und beißt. Ja. Kann aber fliegen, ne? Kann fliegen, ja, genau. Flöhe springen doch. Also du kannst, die,
du kannst sie einfach so zerdrücken. Ja, aber wenn du so merkst, dass sie da sind, ist es zu spät. Und am Ende hast du die ganzen Arme und Beine voll. Haben wir ganz hässliche Fotos und sowas auch von Teilnehmern bei unserem Island Survival in Panama. Boah, ja, da müssen wir mal. Heftigst. Boah, vielleicht können wir auch aus dem Orga-Team. Brutal. Vielleicht können wir da mal so ein paar Fotos einblenden, wenn das hier geschnitten wird. Ah, das sieht übel aus. Ja. Von den Teilnehmern haben wir das. Das sieht übel aus. Das ist die beste Anti-Werbung, die man machen kann. Ja. Aber so ist es halt. Mit deinem Inlandbauer müsste ich die ganze Zeit hin und her laufen. Da reicht eine halbe Stunde nicht. Ehrlich gesagt bin ich lieber klitschnass als von Flöhen zerbissen. Okay, das ist eine Ansage. Ja, die Dinger nerven halt. 15 Minuten. Als nächstes stapelt man so viele Palmenblätter wie möglich aufeinander. Ich habe keine Zeit, sie zu flechten. Wenn ich sie jetzt einfach drauflegen würde, sammelt sich der Regen in den Blättern und kann ich drehen. Kann ich auch mal empfehlen, einfach auf seinen Account mal zu gehen und da zeigt er halt wirklich alles, wie er das auch flechtet und sowas. Und das sind wirklich flächendeckende Platten, die der daraus macht. Also wirklich mega spannend, der Typ. Ja, Tom hat YouTube, schaut gerne vorbei. Aus dem Wasser eine Richtung geben. Ich habe das früher mit der Machete gemacht, bis ein Freund meiner Frau meinte, wieso machst du das nicht so? Dadurch haben wir sowas wie Schindeln und die Blätter zeigen alle nach unten. Wenn ich die Blätter staple, achte ich darauf, dass die Rinne des Blattes nach oben zeigt, sodass das Wasser dort durchfließen kann. Es sind so Kleinigkeiten. Es sind so Kleinigkeiten. Es sind so Kleinigkeiten, die dir das Leben am Ende so einfach machen können. Mhm. Aber das sind halt hunderte Kleinigkeiten. Ja. Ne? Und das, die Gesamtmasse... Die bei ihm ist auch jahrelange Erfahrung und die Teilnehmer wussten bis kurz vor Start noch nicht mal, wo es hingeht. Ja. Ja, und wurden da einfach ausgesetzt. Ja. Ist schon ein bisschen unfair. Also, ja. Tom hat, man muss dazu sagen, Tom hat einmal ein ganzes Jahr lang am Stück im Wald gelebt. Mhm. Er meinte, dann muss der aufhören, weil irgendwann wird man komisch. Und die Leute, die mit dir irgendwie... Er ist ein Typ, er ist ein Charakterkopf, ne? Mit zwei oder drei Leuten hat er das gemacht und die haben sich auch ausgetauscht und er meinte so, die waren auch ganz merkwürdig. Also ja, aber ich meine, ein Jahr allein im Wald leben... Die Frage ist, macht einen ein Jahr isoliert im Wald merkwürdig oder muss man merkwürdig sein, um ein Jahr isoliert im Wald leben zu wollen? Ich glaube, das bedingt sich auch. Leute, schreibt es mal in die Kommentare, wer würde ernsthaft ein Jahr alleine isoliert im Wald wohnen? Mir wäre es zu hart. Mir wäre es auch zu hart. Also er macht jetzt was wir wahrscheinlich von den Teilnehmern selten sehen werden. Er wird jetzt da mal hochklettern und so ein paar Blätter sich abschlagen. Palmwedel. Bau etwas Kleines, Hässliches und Schnelles und du wirst überleben. Kümmere dich nicht um Komfort, sondern darum, wie du dich vor den Elementen schützen kannst. Viele schauen sich ihren Shelter an und denken, hey, sieht doch ganz gut aus. Ich sehe viele Blätter, das wird schon reichen. Es ist das Allerschlimmste, hier nur halbherzig zu arbeiten. Wenn ich weiß, dass die Nacht kalt oder nass wird, mache ich nichts anderes, als Blätter auf meinem Dach anzuhäufen. Wenn erstmal was liegt, lege ich noch was zum Beschweren drauf, damit mir die Blätter nicht wegfliegen, wenn es stürmt. Ich meine, er hat auch gesagt, dass es nie aufhört. Also der Shelter ist nie fertig, sondern jeden Tag baut er weiter, weil die Blätter welken, die werden trocken, sie ziehen sich zusammen, Löcher entstehen. Jeden Tag ist eigentlich Shelterbau angesagt. Immer ein bisschen, aber es geht immer weiter. Alles klar, die Zeit ist um. Wie man sieht, ist es nicht besonders schön. Es ist auch nicht groß, es ist sehr ungemütlich, aber es hält mich am Leben. Und das ist der einzige Gedanke, den man in dieser Situation haben sollte. Also, wenn ich weitermachen würde und ich mehr Zeit hätte, würde ich noch mehr Blätter zusammenstecken, um Wände zu bauen. Wenn ich mehr Platz hätte, würde ich versuchen, ein Bett mit etwas Erhöhung zu bauen. Dazu noch ein paar Palmenblätter, damit es etwas gemütlicher ist und mich von dem Sand und dem kalten Boden weghält. Das hatten wir auch diskutiert vorhin einmal. Mit dem dann ist Erhöhung doch ganz gut. Dann ist nämlich das doch besser erhöht zu haben, einfach um so eine kleine Isolationsschicht noch zum Boden zu haben. Mhm. Also nur Blätter würden dann nicht reichen. Ja, so kenne ich es auch. Um einen Sturm auszuhalten, braucht es noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel durch dicke Äste zum Stabilisieren.
Das Ganze ist jetzt schon relativ wasserdicht. Ich denke, noch eine halbe Stunde Palmenblätter aufhäufen, macht den Shelter dann komplett dicht. Würden die Teilnehmer die 7 Tage durchstehen, wenn sie sich sowas bauen? Nun, wenn ich hier für 7 Tage draußen wäre, würde das nicht reichen. Oft kommt man in eine Survival-Situation und realisiert das erst eine halbe Stunde, bevor die Sonne untergeht. Dann muss man einfach etwas Schnelles bauen, um zu überleben. Für 7 Tage würde das aber nicht reichen. Die Viecher zerstechen dich. Oft kommt man erst in, also kommt man in eine Survival-Situation und merkt es erst eine halbe Stunde vorher. Sie kennen das Problem, Sie sind plötzlich in einer Survival-Situation und haben nur noch 30 Minuten, bevor die Sonne untergeht. Klar, wer kennt's nicht? Mein Name ist Tom McElroy und ich zeige Ihnen, wie Sie aus dieser Situation flüchten können. Oft kommt man, ey, welcher Mensch war denn schon mal in einer Survival-Situation? Also wirklich ernsthaft, nicht aus Spaß und Übung. Ja, gut. Kann passieren, will ich jetzt niemanden sagen. Nee, kann passieren, aber es passiert selten und ich kenne so gut wie gar keinen, der jemals in so einer Situation war. Ja, ja, das stimmt. Gut, das war einfach eine lustige Formulierung. Man wird noch nass. Mit mehr Zeit würde ich den Shelter noch größer machen und die Öffnung schließen. Das ist ein täglicher, konstanter Prozess, dem Shelter ein paar Stunden zu widmen, Fehler auszubessern, ihn zu vergrößern und gemütlicher zu machen. Das hier ist erstmal nur zum Überleben. Also ist man nie wirklich fertig. Ja, ich habe 1 Jahr im Wald gelebt und in jeder Woche habe ich Blätter gesammelt, um meinen Shelter zu verbessern, ihn wasserdichter zu machen und ihn mehr zu dämmen. Die Blätter hören nie auf zu welken, kleiner zu werden und zu verrotten. Es ist ein konstanter Prozess. Hoffentlich kann sich jeder ein bisschen Zeit nehmen, um ihr Shelter zu verbessern. Moment mal, wir waren im Oktober letzten Jahres bei den Awajun-Ureinwohnern in Peru. Ja. Und die hatten ja auch, ich sag mal, irgendwie Stroh auf dem Dach. Also klar, die haben auch, wenn ich mich recht erinnere, haben sie gesagt, dass ihre Hütten vielleicht so 10 Jahre halten. Mhm. Was haben die denn für Blätter da drauf? Ja, du, da gibt es ja verschiedene Dinge. Also es gibt ja auch, ich glaube, der Fachbegriff in Deutschland ist tatsächlich eine Karte. Das sind diese, sieht man häufig in Norddeutschland, diese alten Fachbauten, die so redgedeckt sind. Genau, und die halten ja auch scheinbar ein bisschen länger. Genau, aber diese Dächer, die sind halt auch so dick. Du siehst von unten, wenn du ins Trockene, also wenn du... Nicht bei den Awajun-Ureinwohnern. Genau, da sind die nicht ganz so dick. Dann gibt es andere Blätter, andere... Boah, Technik ist alles, glaube ich, am Ende. Also wahrscheinlich. Ist trotzdem krass, was für ein Wissen da überall immer sich angehäuft hat, ne? Sehr stabil sein. Hier kann man den Stock einfach in der Mitte teilen. Hier ein Korbmacher-Trick. Wenn sich die Mitte zur einen Seite verlagert, zieht man einfach mehr an der anderen, um den Riss wieder mittig zu bekommen. In der Mitte hat man das Holz und darum die Rinde, aus welcher man ein tolles Seil machen kann. Jetzt, wie einfach weiß, das alles aussieht. Es sieht so einfach aus, aber es ist es nicht. Es ist es nicht, ey. Ich hab's auch probiert. So, fängst du an, knack, knack, reißt du ab, so holst du den neuen Stock. Das ist nicht so einfach. Gut, ich glaube, der Skill, wie wir gesehen haben, ist nicht der allerwichtigste. Es gibt ja überall Netze, Seile, Sachen zum Binden. Ja, ja. Ich es einfach wickeln und meinen Shelter stabilisieren, einen Feuerbohrer herstellen oder einen Fisch über ein Feuer hängen. Allerhand Anwendungsmöglichkeiten. Ich könnte es auch weiter aufteilen und flechten, um noch ein stärkeres Seil draus zu machen. Hi, hier ist nochmal Tom von Wandermut. Geht's dir vielleicht gerade genauso wie uns und du hast richtig Bock, dich mal selbst auf einer einsamen Insel aussetzen zu lassen? Genau das kannst du jetzt beim Wandermut Island Survival machen. Dort wirst du ausgesetzt im Team und mit Survival Instructor, wie beispielsweise dem Tom. Der bringt dir bei, wie du auf so einer einsamen Insel überleben würdest und vor allem, wie du so eine Insel wieder verlassen kannst. Wichtig für solche Abenteuer ist natürlich die richtige Ausrüstung. Deswegen nutzen wir mittlerweile unsere geballte Erfahrung von verschiedensten Expeditionen und entwickeln unsere eigene Outdoor-Bekleidung. Das Beste ist, mit jeder Bestellung hast du die Chance, dieses goldene Ticket zu gewinnen, bei dem du bei einem Abenteuer deiner Wahl dabei sein kannst. Klick jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung, check unsere Website aus, welche Abenteuer wir geplant haben und welche Outdoor-Bekleidung für dich passt und sicher dir die Chance auf das goldene Ticket im Wert von 5.000 Euro. Und jetzt viel Spaß beim Weiterschauen. Okay, so meine nächste... Jo, das war super spannend, mich mal selbst jetzt so auf dem Bildschirm zu sehen. Bisschen cringe auch. Bisschen, ja, es
das ist immer peinlich, definitiv. Leute, das war Eigenwerbung für uns. Das war nämlich auch der Deal mit Max, Johannes, Fritz und Dave. Wir haben da Gas gegeben, damit diese Staffel geil wird. Auf der anderen Seite erhoffen wir uns natürlich auch abenteuerliche Menschen hier zu erreichen mit diesem Format, die Bock haben auf Abenteuer, die gerne rausgehen, die wir unterstützen können oder generell inspirieren können zu mehr Abenteuer im Leben. Und ich glaube, das goldene Ticket ist eine ganz besondere Sache, weil du damit halt wirklich, ja, du kannst dich damit bei unserem Island Survival auf einer Insel aussetzen lassen. Du kannst aber auch bei einer anderen Tour mitkommen, halt bis zu 5000 Euro. Und das ist mir besonders wichtig, weil es immer so viele Leute gab, die gesagt haben, hey, das ist so geil, was ihr macht. Das wäre mein Traum, aber ich kann es mir nicht leisten. Ja. Und ich habe da vollstes Verständnis für, unsere Touren sind nicht günstig. Es ist halt was anderes, wenn man irgendwie jetzt bei einem Reisebüro oder so irgendwie so einem Pauschalreiseveranstalter täglich irgendwo eine Touri-Gruppe durchschleust. Das können wir nicht. Wir können das nur mit ein paar Handvoll Leuten machen. Aber deswegen gibt es das goldene Ticket für alle, die irgendwie eine Hose, ein Hemd, eine Fließjacke, irgendwas bestellen. Also mega cool. Danke, Dave, für dieses Placement. Mega. Und ich hoffe, es gefällt euch. Priorität ist Wasser. Trinkt man 24 Stunden kein Wasser, funktioniert das Hirn nicht mehr richtig. Man trifft nur... Nur zur Vollständigkeit halber, auch die Priorität stimmt dann, wie wir es vorhin gesagt haben, ne? Shelter, dann Wasser. Wasser. Gut, der hat noch Seile hinzugefügt, ne? Ja, aber das war nur so als Gimmick, was du bauen kannst. Und danach wird dann wahrscheinlich Food kommen, sehen wir gleich, aber das wäre so die Reihenfolge. Scheidungen, die schlechte Situationen zu tödlichen machen. Wir werden uns hier hauptsächlich auf Kokosnüsse konzentrieren und ich zeige euch, wie man eine Kokosnuss mit einer Machete oder sogar einem Stock öffnet. Ich klettere hier einfach auf die Palme. Der Trick dabei ist Druck. Ich klammere mich mit den Händen fest an den Stamm, drücke mich mit den Füßen aber gleichzeitig von ihm ab. Und dieser Druck hält mich am Baum. Los geht's! Wie ein Affe. Nee, perfekt, ey. Das war knapp. Das geht fast auf die Kamera. Es gab kein Sicherheitsbriefing für die Kameraleute. Nicht für uns. Nee. Die obersten Kokosnüsse der Palme tragen hauptsächlich Wasser und Zucker in sich. Die haben wenig Fleisch, dafür bestehen sie fast ausschließlich aus purem Wasser. Wenn das Wasser zu ölig wird, was bei älteren Kokosnüssen passiert, kann es sein, dass man Durchfall bekommt, wenn man 10 oder mehr von ihnen am Tag trinkt. Auch wenn man dieses Wasser trinken kann, würde ich davon abraten. Im Idealfall suchst du dir Kokosnüsse, die auf der Spitze des Baumes hängen. Diese sind viel frischer und man kann sie leicht mit einem Schlag auf einen Stein oder einer Machete öffnen. Öffne den Deckel, pures Wasser. Ich brauche eine Kokosnuss, ich habe so Bock. Okay, wir haben unsere Checkliste abgearbeitet. Shelter, Wasser, Feuer und Essen sind unsere Prioritäten. Jetzt brauchen wir noch Feuer. Das wird das Wasser reinigen, unser Essen kochen und uns helfen, unsere Werkzeuge herzustellen. Feuer. Ja, das heißt, er hat jetzt nach dem Wasser, das ist jetzt mit dem Essen zusammengemischt worden, weil er hat gerade gesagt, wir haben den Shelter, wir haben Wasser, wir haben Essen, das kam jetzt nicht drin vor. Ich glaube, das ist durch die Kokosnuss gerade abgedeckt gewesen dadurch, aber... Ich weiß es nicht, vielleicht geht ja noch ein bisschen drauf ein, ne? Die Fische fangen, Tiere schon, fallen, ja. Stellen. Vielleicht schauen wir es uns einfach an. Ja. Das hier ist ein super Baum, den du hier überall finden kannst. Wir nennen es Haiti Haiti, auch bekannt als Meereshibiskus oder Maho. Das Holz ist unheimlich leicht und eignet sich sehr gut, um mit einem Bowdrill Feuer zu starten. Wenn man also schnell ein Feuer machen will, ist das eins der besten Hölzer, die man finden kann. Was auch cool ist, die Rinde ist sehr faserig und wenn man den inneren Teil nimmt, den man Cambium-Ring nennt, und ihn so in den Händen reibt, werden die Fasern wirklich fein. Sobald ein winziger Funke vom Bowdrill mit den feinen Fasern in Berührung kommt, geht das Feuer quasi von alleine an. Was man dazu sagen muss, das ist ja alles während unseres Scouting-Trips passiert. Mhm. Also all die Aufnahmen, die wir gerade sehen, vorhin hat man auch mal ein Boot auf dem Meer gesehen. Ja, das war das Boot, mit dem wir die Insel umrundet haben, um die ganzen Spots zu suchen. Und das haben wir halt mal so nebenher ein bisschen gemacht und geguckt, so, ey, guck mal hier, Tom, zeig uns doch mal sowas oder sowas. Und ja, mega spannend.
Natürlich ist das so einfach bei ihm. Ganz klar. Wir haben gerade versucht, einen Funken mit einem Feuerflug zum Laufen zu bekommen. Das Holz ist aber etwas nass. Wir versuchen es nochmal mit einem Bowdrill. Ich habe gerade durch Zufall diesen Stock gefunden, der sich ziemlich perfekt für einen Bowdrill eignet. Erstmal bauen wir den unteren Teil. Wir haben Geschwindigkeit und Druck, wie es geht. Und was wir hier machen, um Geschwindigkeit und Druck aufbauen zu können, ist einfach den Stock so schnell es geht zu drehen. Das Holz ist aber etwas feucht, vielleicht funktioniert es also nicht. Aber wenn ich einfach stark drücke und schnell drehe, macht es schon mal viel Rauch. Die Glut fliegt überall hin, deswegen muss ich jetzt eine Kerbe machen, in der sich die Glut sammeln kann. Dann müssen wir die Glut auf sehr trockene Kokos- oder Hibiskusfasern legen, um das Feuer anzupusten. Normalerweise lege ich die Utensilien einfach für eine Stunde in die Sonne, damit sie wirklich durchtrocknen. Hoffentlich können wir genug Hitze erzeugen, damit es Staub abwirft, wodurch wir dann ein winziges Stück glühende Kohle haben. Wenn es jetzt so weiterglüht, müssen wir es eigentlich nur noch in einen Haufen Fasern legen. Einfach genau in die Mitte, dann vorsichtig einpacken und versuchen, die Hitze mit möglichst vielen Fasern in Kontakt zu bringen. Scheiße, Leute. Jawohl, wir haben ein Feuer. So einfach. Es ist überhaupt nicht einfach, aber er macht, dass es einfach aussieht. Wir standen ja irgendwie zu dritt oder zu viert da drumherum und wir sahen aus wie die kleinen Kinder an Weihnachten. So, wow, ein Feuer, wie krass ist das denn? Es ist krass. Ich wünschte, ich könnte es. Fühlt sich gut an. Da wir nun einen Shelter, Wasser und Feuer haben, wissen wir, dass wir nicht... Hat sich tatsächlich geklärt, dann ist Feuer wichtiger als Nahrung. Ja. Ja klar, auch für Wärme, Abkochen, alles, ne? Ja, klar. Nee, aber das ist doch schon offensichtlich. Also ein paar Tage ohne Essen kommt man ja aus, das weiß man doch. Vielleicht sogar 3 Wochen überleben können. Wenn man also diese 3 Dinge hat, wird man überleben. Ab dem Punkt kommt es eigentlich nur noch auf die Psyche an. Ab jetzt geht es nur noch ums Essen und einfach seine Situation mit den begrenzten Mitteln angenehmer zu machen. Das Gute am Meer ist, dass man nicht lange suchen muss, um Nahrung zu finden. Wenn man am Strand feststeckt, findet man tausende Kalorien direkt um sich herum. Neben Kokosnüssen gibt es jede Menge Meereslebewesen an den Riffs. Wenn man also eine Angelschnur oder eine Speargun hat, wird man auf jeden Fall gut versorgt sein. Sogar direkt hier vor mir gibt es sogenannte Napfschnecken. Das sind Schalentiere, die sind sehr nährstoffreich und schmecken sogar richtig gut, obwohl sie schrecklich aussehen. Außerdem eignen sie sich gut als Köder. Man sagt... Ich glaube, es war Tom, der mir erzählt hat, dass man sogar mit Hilfe von Kokosmilch oder mit, also das, was aus den Kokosnuss raus ist, ist das Öligere schon oder die Kokosmilch, plus diesen Schnecken sich so ein richtiges, wie das Ganze, so eine Art Currygericht machen kann. Ach, also, hör drauf. Also wirklich, das schmeckt richtig so richtig sahnig. Ich hab Bock dann. Jetzt auf die Insel zu fahren. Ja. Zu fahren, vor allem. Und genau das nochmal zu machen. So. Es ist einfach nur so absurd, wenn man weiß, was alles geht oder wie es geht, was man sich für Annehmlichkeiten bescheren kann. Und ich mache bei unserem eigenen Island Survival wieder mit. Ja. Ich nehme mir jetzt die Zeit dafür. Ich bin so heiß, wenn ich das sehe. Besser. Ist doch unfassbar geil. Ich will das auch können. Einfach alle Schnecken hier in der Brandung und legt sie falsch herum ins Feuer, bis sie anfangen zu kochen. Dann sind sie perfekt und wirklich gut essbar. Vermutlich müsste man nicht einmal Fisch fangen oder Kokosnüsse pflücken, sondern könnte einfach von den Schnecken hier leben. Die jungen grünen Kokosnüsse sind perfekt zum Trinken geeignet, die braunen älteren fürs Essen. Wenn man keine Machete hat, kann man einfach einen Stock nehmen, ihn am Riff anspitzen und fest in den Boden rammen. Weil wir jetzt aber eine Machete haben, schärfen wir diesen Ast einfach, während er noch am Baum ist.
Tatsächlich ist es einfacher, die älteren Kokosnüsse an so einem spitzen Ast zu öffnen, als mit einer Machete. Die Arbeit muss man sich dann auch nur einmal machen und hat den Ast immer einsatzbereit. Außerdem bekommt man die Kokosnuss freigelegt, ohne sie zu teilen. Wenn ich also eine Kokosnuss öffnen muss, habe ich das hier und bin sofort einsatzbereit. Einige der Kandidaten werden nicht in der Lage sein, auf Kokospalmen zu klettern, um die grünen Kokosnüsse vom Baum zu holen. Ich bin generell mal gespannt, ob überhaupt jemand klettern wird. Ich weiß also, in der Vorbereitung haben es ein paar geübt. Mhm. Aber ja, von Fritz wissen wir das. Genau, aber es ist auch hier ist mal ein Risiko, das zu machen. Ne? Und ich ja, vor allem, wenn man alleine ist. Wir saßen später, nachdem wir dieses Scouting durch hatten, waren wir in Panama City wieder. Wir waren noch auf einem Absacker-Drink unterwegs mit Tom. Und so einem anderen Tom, drei Toms hier, einem anderen Tom, mit dem wir... hey, ich bin auch Tom. Der auch einer unserer Survival-Instructor ja. ist. Also zweimal Tom, zweimal Survival-Instructor und Tom. Ja, Toms sind einfach coole Typen. Muss man jetzt einfach mal so festhalten. Ja. Und er hatte noch einen Typen dabei, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß, aber er war in der ersten Staffel von Alone, der Serie, dabei. Und das war voll... Ja, Lukas das war das. Lukas hieß ja. er, genau, genau. Oder Luca. Oder Luca. Genau. Und es war der, so der übelste, es war der nerdigste Survival-Talk, den ich je gehört habe, während wir uns da ein paar Drinks gegönnt haben. Und es ging unter anderem darum, ja, auf wie hoch kletterst du auf den Palmen? So, was? Habe ich gerade gespuckt? Ja, auf die Tastatur. Ich habe gespuckt. Ist egal. Ja, okay. Und es ging unter anderem darum, ja, auf wie hoch kletterst du? So, ja, ich, also so, keine Ahnung, 10 Meter mache ich. Boah, 10 Meter machst du, 15 machst du nicht mehr? Nee, 15 mache ich nicht mehr. So auf der Ebene. Und, aber das musst du halt erstmal machen. 15 Meter klettern, leck mich am Arsch. Das ist richtig, richtig hoch. Wenn du da fällst, ich glaube, nee, ein Freund von mir ist mal aus 11 Metern aus dem Fenster gefallen. Das würde ich mich nicht trauen, du. Aus dem Fenster fallen würde ich mich auch nicht trauen. Nee, nee. Also, er hat's überstanden, er hatte total viele Brüche und sowas. War eine knappe Kiste, aber 15 Meter ist dann. Nee, ist zu heftig, meine ich. Nee, würde ich auch nicht machen. Weswegen sie mit diesen älteren Braunen klarkommen müssen. Die enthalten sehr viel Öl, also auch viele Kalorien. Trinkt man zu viele alte, bekommt man Durchfall. Sie sind gut zum Essen und okay zum Trinken. Aber man kann nicht 20 davon pro Tag trinken. 4 oder 5 am Tag sind vielleicht noch okay, aber man sollte wirklich versuchen, an die frischen Grünen zu kommen. Solltest du aber nur eine alte haben, gibt es einen guten Trick, um sie auf dem eben vorbereiteten Ast zu öffnen. Dafür schaut man einfach, wo das Ende ist, mit dem sie am Baum hängen. Dort ist die Kokosnuss am weichsten. Also werde ich die Kokosnuss dort aufbrechen. Dann nutzt man einen Klopfer und achtet darauf, dass der Pfahl wirklich in der Kokosnuss steckt. Danach rolle ich sie, um die Schale abzubekommen. Okay. Die Kokosnuss hat 3 Kanten und wenn ich alle abhole, komme ich an die Nuss im Inneren. Woran man auch denken muss, sind die Fasern. Aus ihnen kann man Seil machen, welches resistent gegen Salzwasser ist. Deswegen haben Piratenschiffe früher Kokosseile genutzt, damit sie auf See nicht verfaulen. Das meine ich eben. Sowas wie, und deswegen hat man auf Piratenschiffen Kokosfasern benutzt. Mhm. Sowas kommt am laufenden Band aus seinem Mund. So die ganze Zeit. Super interessanter Mensch. Der Typ ist ein Podcast. Schaut mal, die Kokosnuss hat 3 Löcher auf der Oberseite. Normalerweise sind 2 davon sehr hart und 1 weicher. Also nimmt man einen Stock und stochert in alle, bis man das weiche Loch findet. Das ist das Loch, wo die Kokosnuss sprießen würde. Und wenn man diesen weichen Mund findet, kann man der Linie zwischen den beiden harten Augen folgen. Dann schlägt man mit einem Stein oder der Rückseite der Machete genau in die Mitte dieser Linie und die Kokosnuss teilt sich genau in 2. Seht ihr? Dieser Riss, der genau hier entsteht. Ja, Hammer. Und jetzt haben wir Trinkwasser. Immer erst riechen. Den Fehler macht man nicht 2-mal. Oh ja. Das haben wir schon gesehen. Und hier ist das Kokosfleisch. Und weil es eine ältere Kokosnuss ist, hat sie 800 bis 1000 Kalorien. Theoretisch braucht man täglich nur 2 davon, um genug Kalorien zum Überleben zu erhalten. Ich schneide hier einfach ein großes Stück raus.
erhalte eine Menge Kalorien und habe auch noch zwei Schüsseln zum Kochen. Ah, super. Das hier ist die gelbe Mombe. Richtig, genau, die ist ja am Strand. Ne? Jetzt gucken wir mal, was der Profi dazu sagt. Hatte Joris gehabt? Irgendwas mit Lulu, Juju? Ja, der hat sich gefreut auf jeden Fall. Genau, er hat es auf jeden Fall für etwas identifiziert. Ich schätze zu Recht. Also wenn er jetzt sagen würde, oder auch Schweinepflaume. Wenn die Frucht orange und oval ist, ist es eine gelbe Mombe. Für Unerfahrene könnte sie aussehen wie der Todes- oder Manchinellapfel. Der Todesapfel ist immer grün und rund. So wissen wir, dass das hier eine Mombin ist. Schmeckt wie Mango und ist richtig lecker, wenn sie reif ist. Wahrscheinlich die beste Frucht, die man finden kann, wenn man hier in der Wildnis ist. Ah, Joris hatte so ein Glück. Ja. Ja, Dave, was sagst du? Hammer. Das ist so richtig geil. Hier ist sowas wie so ein Kern drin. Also hat jetzt nicht so viel Fleisch, wie es aussieht, aber schmeckt richtig gut. Hammergeil. Das ist irgendwie eine Pflaume oder so, sagt er. Hogplum. Genau, Schweinspflaume nennt er das. Das Ding ist, problematisch wird es halt da, wo man nicht weiß, dass und ob man es essen kann. Es gibt natürlich Möglichkeiten, das herauszufinden. Ja. Mhm. Eben, wenn man es nicht weiß. Hier auf dieser Insel ist es entweder sehr lecker und sehr frisch oder tödlich. Wenn man in einer neuen Umgebung ist und sich nicht mit den heimischen Pflanzen auskennt, passiert es schnell, dass man sich vergiftet. Ah, ich glaube, jetzt stehen wir am besagten Apfelbaum. Ja, sehr interessant. Besten sagen, ach, probier einfach ein bisschen. Ich bin beim Film, ein bisschen nah dran gekommen und er hat mir direkt die Hand so weggehauen und meinte so, nee, nicht mal die Blätter berühren. Oh. Ja. Es aus und warte, was passiert. Knossi hat das an seinem Stand. Das funktioniert hier nicht. Das ist einer der tödlichsten Bäume der Welt. Das hier ist also jetzt der Manchinellbaum oder Todesapfel. Nur einer dieser kleinen Äpfelchen tötet dich, wenn man ihn isst. Wenn also Überlebenskünstler denken, das sieht aus wie ein Apfel, ich probiere einfach mal, bringt sie ein kleiner Fehler ins Grab. Das muss jedem bewusst sein. Das Äpfelchen schmeckt erst super süß. Man denkt sich, lecker. Innerhalb einer Minute fängt der Mund an zu brennen und plötzlich werden deine Innereien einfach zerfressen. Ich frage mich bei sowas immer, welcher arme Knecht hat herausgefunden, dass er zuerst süß schmeckt und konnte dann noch davon berichten, ey, der schmeckt ja super und dann stirbst du? Ja, stimmt, wenn du zu zweit unterwegs bist, der eine probiert ihn und sagt, wie toll es ist, der andere nicht. Ja, du bist vor allem entstanden, ne? Im Grunde muss das ja mit jeder giftigen Pflanze damals passiert sein. Ja. Irgendein Depp hat's probiert. Oh Mann. Diesmal bist du dran. Außerdem darf man auch nicht unter dem Baum schlafen, wenn es regnet. Das herunterprasselnde Wasser würde die Haut verbrennen. Super, super giftig. Immerhin ist es leicht zu identifizieren, solange man aufpasst, was man tut. Auch wenn es gut ist, vom Strand wegzukommen, präsentiert der Dschungel auch eine Vielzahl an Gefahren. Die größte ist wahrscheinlich das Wildschwein. Am Strand sieht man sie am wenigsten kommen. Wenn man im Dschungel... Tatsächlich haben wir sie am Strand gesehen. Mhm. Sogar, ne? Ich glaube sogar an einen der Spots, aber ich kann mich auch irren. Kann man von ihnen überrascht und durchbohrt werden. Es gibt außerdem Wespen, gefährliche Klippen und eine Menge giftige Pflanzen. Mhm. Die Fauna und Flora zu kennen, ist also entscheidend. Weitere Gefahren am Wasser sind Krokodile, Haie und definitiv giftige Schlangen. Damit meint er Sie stellen nicht die größte Gefahr dar, aber man sollte sich ihrer Existenz immer bewusst sein. Er hat aber auch gesagt, bei einer Wasserschlange, es ist schon sehr unwahrscheinlich und man muss sich schon wirklich reizen oder wie er das gesagt hat, man muss schon sich echt dumm anstellen, um von einer Wasserschlange gebissen zu werden, die dann halt auch giftig ist. Aber sie gibt's halt da. Ich habe auch eine gesehen, die schwamm da einfach nur an der Wasseroberfläche zwischen den Wellen. Macht ja also. Ja. Gut. Willst du auch nicht machen. Die wahrscheinlichste Verletzung, die sich die Teilnehmer zuziehen werden, sind Schnittwunden, wenn sie auf dem Riff ausrutschen. Also Verletzungen, die sie selbst verschulden. Das Riff besteht aus Vulkangestein und ist extrem scharf. Wenn man ausrutscht und sich schneidet, heißt das Game Over. Da erinnere ich mich auch noch beim Scouting dran, als wir da versucht haben, über ein paar Klippen in den Dschungel reinzukommen. Mhm. Vor allem mit Max und Johannes mit ihren teuren Kameras. Wir da rumgekraxelt sind und du dich abstützen musst, das ist schon sehr scharf. Mhm. Also da willst du auch nicht nur einen Meter runterfallen, weil egal wie du landest,
du blutest. Ja, das war auch eine der Schnittwunden, die ich mir jetzt waren wir da? 8-9 Wochen, ist ja jetzt schon her, die immer noch am Heilen ist gerade. Also ich habe immer noch man sieht so die Rückstände der Wunde. Das geht nicht weg. Es ist super gefährlich hier und ein kleiner Fehler kann einem das Leben kosten. Regel Nummer 1 ist, auf sich selbst aufzupassen, alles langsam und gewissenhaft anzugehen. Wenn man sich nur eine kleine Schnittwunde in dieser Umgebung zuzieht und unbekannte Bakterien in den Körper gelangen, kann sich das entzünden und in einer Blutvergiftung enden. Und wenn das nicht direkt behandelt wird, kann man schlimmstenfalls sogar sterben. Also, danke fürs Anschauen. Jetzt wissen wir schon, dass Knossi sich da den Stock in den Fuß gerammt hat. Jo, das ist nicht geil mit dem Wissen, ne? Hast du wieder so. Heftig. Natürlich ist das nur ein kurzer Überblick und man muss einiges mehr an Arbeit reinstecken, um zu überleben. Wir haben Shelter, Wasser, Feuer und Nahrung. Und heruntergebrochen ist das genau das, was die Teilnehmer von Seven vs. Wild machen müssen. Vielleicht bekommen sie das Mindeste davon, was ich hier gemacht habe, hin. Checkt gerne meinen Channel aus, Tom McElroy, und besucht meine Website, wildsurvivalskills.com. Ich freue mich auf Seven vs. Wild. Das wird mega. Definitiv eine Herausforderung, aber eher eine mentale Challenge, wenn man diese Fähigkeiten hat. Ja, vor allem eine Herausforderung für die Teilnehmer, die nicht wussten, wo es hingeht und völlig unvorbereitet waren. Also was? Sie wussten eine einsame Insel, aber sie wussten nicht, was finden sie dort. Ja, sie wussten ja welche schon, Tiere können sich vorbereiten. Ja, schon Tropen und unvorbereitet stimmt auch nicht. Sie haben ja in Tropen Fall, kann aber auch bis nach Indonesien, Philippinen alles sein, ne? Das stimmt, aber es gab schon bei jedem Teilnehmer eine gewisse Vorbereitung. Also das hat man ja in den ganzen Stories bei Insta oder YouTube oder sonst was gesehen. Auf einen Shelter bauen hätte man sich vorbereiten können. Genau, Knossi, der sich mit Survival Martin als Coach. Na klar, jeder hat sich ein bisschen vorbereitet. Sascha mit dem Militär und sowas und jeder auf seine Weise. Ja, aber trotzdem, es gibt so viele Sachen, auf die du dich nicht vorbereiten kannst. Ne? Mhm. Und die werden ja am Ende zu Verhängnis. Ne? Und sei es nur, du knüppelst dir einen Stock in den Fuß. So. Ich habe richtig Bock, das jetzt mal selber zu machen. Also, ich weiß nicht, ob ich es in die Kamera sagen möchte, aber. Nee, ich verspreche nicht, dass wir es machen. Ansage? wenn da draußen jemand ist, irgendwie ein Creator, der Bock hat, mal ein Selbstexperiment zu machen, dann bin ich am Start. Das ist ein Kindheitstraum, ich muss es unbedingt mal machen. Mit oder mit ohne Survival Guide vorher. Ich meine, jetzt sind wir hier theoretisch bestens ausgebildet. Einmal digital. Wenn einer Bock hat, lass uns hinfliegen und da mal ein paar Tage Selbstexperiment machen. Hätte ich richtig Bock drauf. Ja, das war's jetzt auch mit der Folge. Finde ich mega geil. Ja. Auch mal schön, Tom zu hören, auch mal so übersetzt. Das macht sehr einfach, ehrlicherweise, und ist auch mal irgendwie erquickend anders. Ja. Aber jetzt mit diesem Wissen noch mal die nächsten Folgen gucken, ich weiß gar nicht, da gehe ich mit anderen Augen ran. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand's geil. Und ich würde sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge. Vor allem das Behind the Scenes macht mich mega an, einfach zu sehen, was da abgeht. Vergesst nicht zu abonnieren und ja, bis bald.